Hallihallo, hallo, hallo, Kartenfreunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hearthstone Standard Ranked. Wir haben letzte Folge ein seltsames Deck gespielt und das lief absolut gar nicht. Darum dachte ich mir, eigentlich wollte ich das Deck aufgeben, aber dann dachte ich mir, gibt's denn da noch eine Chance? Aber ich hab's ein bisschen verändert. Wir spielen jetzt nämlich aber Yogg-Saron drin und Lock and Load. Also geladen und nennt sich auf Deutsch. Deswegen nehmen wir das Deck jetzt einfach mal. Jock and Load. Perfekt. Funktioniert ähnlich wie das andere Deck, bloß mit dem Zusatz, dass wir eben geladen und entsichert haben. Und Jock und dann ziemlich gern Quatsch machen können. Ob das ein gutes Deck wird, weiß ich eben nicht. Wäre aber das bestimmt ein interessantes Deck. Wir werden sehen, was wir machen werden jetzt. Wie wir das machen werden. Und warum wir es machen werden. Ja. Also, beim Spiel gegen andere Spieler haltet ihr zusätzliche Erfahrung. Oh, die geht mir so am Arsch vorbei. Oh Mann, haben wir erst einen Gegner vor uns hier. Scheiß Hand. Weg damit. Wobei das gut ist gegen... Ja, komm, die lassen wir ja. Gegen seine Karten. Ja, immer noch nicht wirklich perfekt, aber hey, die ist gut. Und die ist auch gut. Die könnte man natürlich auch als Schadenskarten benutzen. Also das kommt darauf an, was er immer so schön spielt. Der ist egal. Naja, nicht schön, aber jetzt nicht super wichtig, finde ich. Weil der einen Angriff hat. Was soll's? Ein verdammter Angriff. Könnte uns natürlich später den Kopf kosten. Aber ich glaube, er will den 1-5er beschwören. Tatsächlich nur ein 1-3er? Wieso spielt man sowas in dem Deck? Na gut, vielleicht weil es Rank 17 ist und naja, man weiß es nicht so genau. So, hilft ja natürlich jetzt mein Hafer loszuwerden. Das bedeutet, er hat zwei Karten eingetauscht, kriegt aber eine zurück. Das heißt, eine Karte gegen eine Karte quasi. Wenn er denn ihn eintauscht, was okay, eigentlich so schon. Ja. Scheint ein kontrolllastiges Deck zu sein. Umso besser für uns. Wir werden hier einfach unsere Karten ausspielen und schauen, dass wir die günstigsten Karten natürlich erst ausspielen, wenn wir Lock and Load haben. Denn dann kriegen wir immer für jeden Jäger, für jede Karte, die wir ausspielen, einen Jäger, eine Jägerkarte. Oh nein, das ist er weg. Oh, ich glaube, den töten wir auf jeden Fall, oder damit. Oh, das ist gut. So, ja, aber nicht mit dem Einser. Warte, das wird dumm. Machen wir es auf die Art nämlich. Weil der Einser ist aber saugut eben mit bestimmten Karten. Mit Lock and Load meine ich natürlich. Oh. Ja, schön, dass wir einen Konter haben dafür. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Feld vernichten oder ist uns das egal? Das sind 5 Schaden, die wir machen können. Plus 8, plus 3 sind 8 Schaden. Dann ist er auf 14. Ich hätte den vielleicht noch vorher aktivieren sollen. 14 Schaden. Nächste Runde können wir 3, 5, 8, 10 machen. 10 bis 12. Können natürlich nachteilig sein, ne? Wir gehen Face. Ist mir jetzt egal. Wir gehen Face. Oh, beschlossene Sache. Außer mit der Waffe. Die brauchen wir noch. Frage ist jetzt, ob er unser Feld cleart oder nicht. Wenn wir unser Feld nicht cleart, haben wir hier nochmal 5, 8, 10 Schaden. 12, 15. Dann haben wir noch 2 Leben. Aber er wird clearen. Und wenn er cleart, ist sie tot. Dank dieser Karte. Scheint also doch kontrolllastiger zu sein. So, einfach Schaden reinhauen und fertig und sehen, was dabei rumkommt. Wir haben noch 20 Karten, darunter 2 Lock and Load und einen Yogg-Saron. Yogg-Saron wird auf jeden Fall cool. Okay, ist vielleicht auch einfach ein Mischdeck.
Oh, schau mal, der wird jetzt ziemlich teuer. 8 Mana. Und wir können nochmal mit der Waffe zuschlagen. Das ist schon nett. Ich jage allein. So, wir machen jetzt 3, 6, 8 Schaden. Wir können die nächste Runde töten. Oh ja. Nächste Runde ist er auf jeden Fall tot, wenn er sich nicht irgendwie heilen kann. Und selbst wenn er einen Spot hat, das sind einfach 8 Schaden. Wenn er sich eine Karte zieht, ist er tot. Ah, Mann. Dann hat er wohl verloren. Oh, warte mal. 3, 5, 6, 8. Ah, das ist eine kleine Spielerei, die wir jetzt machen. Denn nötig ist sie nicht. Ja, wir können hier 3, ja. Upsi, hat er wohl verloren. Ja, unsere erste Runde lief ganz gut. Ja, gut, der Gegner hat auch ein komisches Deck und konnte gegen unseren dauernden Damage nicht viel machen. Und in dem Fall war es tatsächlich richtig, mit dem Hunden Face zu gehen. Er hat nichts anderes gemacht, als unser Feld zu klären und konnte nichts Großartiges tun. Also, richtig gehandelt mit den Hündchen. Wäre es ein Kontrolldeck gewesen, wäre es wahrscheinlich schlecht gewesen, weil er unser Feld gesprengt hatte, eventuell, aber auch seines. Also, alles okay. Oh. Wer ist jetzt der wahre Magier? Mediv oder Rexar? Lass die Jagd beginnen. Okay, wir haben Waffe plus das, das ist gut. Das ist die einzige Karte, die ich gerade nicht haben will, ehrlich gesagt. Der Rest ist ziemlich geil. Wir können den spielen oder den Coin, dann die beiden, dann den spielen. Auf jeden Fall will ich den Coin und dann eventuell die Geheimnisse spielen oder den nächste Runde. Oh, der wäre auch gut. Vielleicht können wir den einfach, oder doch, die Waffe? Die Waffe ist schon gut. Okay, wir können den, dann die Waffe, dann werden wir zwei Geheimnisse spielen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Oh, wie immer Hafer. Zu 80% Hafer. Also Krummel heißt auf Deutsch. Krummel! Der krummelt so schön den Gegner an. Ach, Krummel, Krummel. Nein, er hat ihn getötet, wahrscheinlich. Wow! Er hat mich einmal getroffen. Was soll man dazu sagen? Verzweiflung über meinen Gegner. Mein Gegner wird verzweifeln vor der unbändigen Macht meines Jägers. Schau, wir haben schon den Schaden gemacht. Ah, Mann, ich kann das nicht so schön. Oh, aber mein Gegner, der ist jetzt bestimmt so ein bisschen angepisst. So, oh nein, wieso? Wie unwahrscheinlich, dass er nicht einmal trifft. Und er hat eigentlich theoretisch sogar super recht. Wenn wir das machen, können wir eine Karte nur. Das ist zu wenig. Wir warten ab, bis wir die kleinen Karten nämlich haben. Allerdings brauchen wir gar nichts. Eigentlich theoretisch auch nichts anderes spielen, aber. Wir machen es trotzdem. Zwei Geheimnisse sind nämlich besser als eines. Auch wenn wir die Chance natürlich, dass der wirklich sinnvoll ist, etwas reduziert haben dadurch. Ja, okay, er macht nichts. Dann mache ich auch nichts. Den Rest halten wir auf jeden Fall. Weil 2, 4, 6 ist ziemlich gut. Dann kriegen wir zwei neue Karten. Oh, er kriegt Schaden. Ups. Und er reduziert seine Hand. Kann sein, dass er ziemlich auf Damage gehen wird jetzt. Schade, wir haben keine 1-Mana-Karte bekommen. Das plus das sind 5. Das ist nicht mehr so gut. Allerdings spielen wir jetzt. Wir gehen Face auf jeden Fall. Ich denke, wir werden das machen, wie ich es vorhatte. Nee, wartet. Ich will die spielen, aber nicht diese da. Sonst kommt der zurück. Wir machen das, glaube ich, einfach. Wir töten den. Und werden Face schießen. Das war mir zu riskant, auch wenn wir jetzt mögliche 5 Schaden natürlich ruiniert haben. So, im nächsten Zug, in Runde 8, können wir den spielen. Das heißt, in Runde 7 müssen wir jetzt Lock and Load plus das Eis spielen. Ihr braucht meine Hilfe. Oh, er wird einen Zauber spielen. Ah, einen guten Zauber auf jeden Fall.
Schade für uns. Ah, das ist natürlich übel, dass er den hat. Und dass wir dagegen nicht ankommen gerade. Hä? Ja, okay, er hat sich einmal die 6 Schaden gegönnt. Das ist die Frage, was machen wir gegen das? Wir müssen da angreifen auf jeden Fall und den aber zurücklassen. Und nächsten Zug können wir dann Bums machen. Oh, Verbindung wurde... Ah, okay. Ah, wir können gar nichts machen, theoretisch. Doch, wir können das machen und hoffen, dass wir irgendwas ziehen, um den zu töten. Haben wir... Doch, wartet. Fügt allen anderen Dienern am Ende eures Zuges einen Schaden zu. Ziemlich gut. Ja, dann machen wir das so. So und zack. Der fügt nämlich jetzt allen einen Schaden zu. Ha, und dann stirbt er. Zwar nicht das beste Lock and Load, aber wir gehen davon jetzt, also wir kriegen jetzt nicht dauernd 6 Schaden in die Fresse, was sein Plan war. Ziemlich dreister Typ der Herr. Problem ist natürlich, dass er jetzt stirbt durch sowas zum Beispiel. Wenn er überlebt, sterben die einfach. Nächste Runde können wir das machen. Das sind auch nochmal 5 Schaden in sein Face. Dann in Runde 9 diese beiden. Und dann kommt Yoxaron und beendet es eventuell. Eventuell sterben wir aber auch vor, bevor wir den armen Yoxaron spielen können. Oh, okay, er macht sowas. Das ist leicht irritierend. Leicht brutal, meine ich. Okay, jetzt können wir natürlich das machen eher als was anderes. Ah, nee, das ist dumm, wenn wir das so machen. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Und nächste Runde machen wir das nochmal und dann Jock. So, perfekt. Natürlich wird er was dagegen haben. Logisch, immer. Oh. Jetzt werde ich... Wir werden jetzt doch Geheimnisse spielen müssen. Weil ich wissen will, was er da alles hat. Okay. Ja, den Rest lasse ich leider am Leben. So. Ausgrund dessen, dass ich hier nicht an dem vorbeikomme gerade. Aber im nächsten Zug, theoretisch. Nee, wir werden dagegen rennen müssen und dann so, aber... Die schützen auch nebenbei auch immer so ein bisschen. Oh, okay, wow. Haben wir wohl verloren deswegen, weil er... Weil er zweimal den... Ja. Lief dumm, weil er den bekommen hat. Er hat durch seine zufällige Mana-Karte eben einen 3-6er-Spot bekommen. Hallo? Das Beste, was er bekommen konnte in dem Moment. Wo wir nichts gegen machen konnten. Absolut nichts. Und er hat natürlich auch gewonnen, weil er... den Antonidas hatte und damit eine Karte bekommen hat, die 6 extra Damage macht. Also ziemlich lucky auf seiner Seite. Pech für mich. Passiert! Dead Swordstone! Lack den Gegner weg! Und Jesus weiß eben, wie es Gegner bevorteilt. Oh, das ist gut. Da könnten wir in Runde 5 aktivieren zum Beispiel. Oh, das ist noch besser. 1, 3, 4, 6 Mana kosten. Schauen wir mal, ob wir so lange aushalten. Oder ob wir den lieber töten sollten, ist die Frage. Ich glaube, wir werden den töten, weil das sind doppelt jetzt. Nee, nicht doppelt. Wir werden einmal Schaden, glaube ich, uns annehmen. Und dann werden wir nächste Runde den töten. Und nochmal was für 2 Mana aktivieren. Kaufen oder verkaufen. Also hier wahrscheinlich. Oder den spielen. Ich weiß nicht, ob die so gut ist gegen ihn. Oh. Noch eine Ein-Mana-Karte. Wird für später ziemlich gut, ja. Erstmal müssen wir den loswerden, sonst ist das zu viel Damage an uns. Und so spielen wir langsam eben unser Feld. 2, 3, 4. Wir könnten das machen. Und vielleicht eine größere Kreatur zerstören, bloß kaufen eben... oder verkaufen. Ah, oh, jetzt die Sprengfalle. Die wäre so gut gerade.
Okay, er heilt sich. Nicht so ein tolles Feld, aber wir müssen so langsam reagieren, glaube ich. Mit Lock and Load? Das ist echt dumm. Wir können auch noch eine Runde warten, theoretisch. Wie wär's damit? Wir warten. Nee, wir machen das. 1, 3, 5 brauchen wir. Ich frage mich, ob. Wollen wir den aber aktivieren und schauen, was zerstört wird? Ich meine, diese drei, also die zwei wären besonders gut. Eine 15% Chance, eine gute Karte zu treffen. Sonst kriegen wir nächste Runde 7 Schaden. Na komm. Und wir treffen keine gute Karte. War ja klar, dass ich meine 15% Chance nicht treffe. Aber wir haben den noch am Leben. Ziemlich gut. Wahrscheinlich werde ich den aber jetzt eher töten. Das Licht beschützt. Aber die Sprengfalle hätte ich nicht wegmachen sollen, Idiot. Wieso habe ich das gegen Sudek Sprengfalle wegmachen? Ziemlich schlechter, dummer Fehler. Ah, das ist natürlich super gut wieder. 3, 4, 5, ja. Leider ohne Lock and Load. Kann ich nicht ändern. Lock and Load kommt nicht immer gut. Muss man leider akzeptieren. Naja, wir könnten die vielleicht doch aufbewahren noch. Weil der hat gerade keinen großen Sinn. Und dann haben wir eine Karte für Lock and Load. 2, 3, 5. Das ist gut. Und wir haben seinen Felsenbissen vernichtet. Was auch sehr gut war. Und wer weiß, was wir von Lock and Load bekommen. Leider haben wir nicht mehr viel Leben. Oh, die ist auch gut. Besser als die eine Karte eventuell sogar jetzt. Okay, damit können wir ihn töten. Definitiv. Oder ihn natürlich. Deutlich besser. Und wir kriegen noch Karten dazu. Ha! Werden den spielen sollen, glaube ich, eher. Ja, es war ziemlich gut, dass wir so einen bekommen haben. Da konnten wir noch eine Kreatur von ihm zerstören. Leider haben wir wirklich sehr wenig Leben. MC spielt dann Zauber. Dann kriegen wir einen 4-2er. Ja, ich glaube, er hat gecheckt, ob wir eine Sprengfalle oder eine Eiseskältefalle haben. Im nächsten Zug. Oh, der trifft auf jeden Fall zu 100%, weil wir nur Yogg-Saron im Deck haben. Auf in die Schlacht. Ah, er macht lieber den. Okay. Noch 6 Leben haben wir. Okay, wir sind tot, deswegen. Wieso haben die Gegner mal perfekt, was sie brauchen? Wie sollen wir das überleben? 2, 5, 7? Naja. Ja, die Karte ist auch schlecht gegen ihn. Kämpfe meiner Seite. 4, 5. Haben wir das bekommen? Ja, das war super. Ja, wir sind tot. Wir können den töten. Und den. Und dann hat er. Ja, er brauchte die Karte auch unter seinen 19. Er hat spielt höchstens 2 davon. Und hat die Karte. Ja, wow. Scheint, dass dieses Deck auch nicht wirklich gut ist. Naja, so ist das eben. Ja, ich hätte es vielleicht anders bauen müssen. Aber nicht jetzt. Wir machen ein Spiel und dann beende ich die Folge. Komm, wir haben einmal gut gewonnen und dann ein paar Mal so richtig derbst Scheiße verloren. Das müssen wir doch noch ausgleichen, ne? Rexha gegen. Oh, Linkoterab. Du wirst verlieren. Wir haben auch wirklich, wir hätten die Sprengfalle behalten müssen. Das war dumm von mir. Keine Sprengfalle, keine Freude in dem Fall. Und gut, wir hätten auch unsere ganzen Ein-Mana-Karten ziehen können. Stimmt, hätten wir auch. Haben wir nicht. Und dann mit Lock and Load und dann hätten wir Vorteil gemacht und alles wäre schön gewesen. Deswegen braucht man, ich glaube, man braucht mehr Ein-Mana-Karten dafür. Sonst funktioniert das nicht. Su ist auch ein schwieriges Deck, muss man schon sagen. Im Gegensatz nämlich zu meinem Deck ist Su, hast du eine Su-Deckliste quasi, die du eins zu eins übernimmst und dann spielst und fertig.
Wenn ich mein Deck selbstständig gebaut habe und nicht im Internet nachgeguckt habe, so wie diese Scheiß-Zuspieler zu 80%. Ah, gut, ich schaue natürlich auch Decklisten an. Aber nicht immer. Oh nein, er hat eine Karte für mich zerstört. Was mache ich dagegen? Oh, die Karte spielen. Oh. Vielleicht nächsten Zug erst. Ich habe nicht genug Mana. Nächsten Zug können wir 3 plus 2 spielen. Das heißt, wir sollten eventuell nichts spielen. 3 Schaden war verlockend, weil es sind 3 Schaden sind, aber nein. Nächsten Zug haben wir das. Oh, er macht einen Schaden auf mich, um eine Karte zu ziehen. Oh, wie tückisch an ihm. Oh, hat mir nochmal einen Schaden gemacht. Da hat er fast so viel Schaden wie ich gemacht. Das ist gut, dass wir die beiden zusammenspielen können. Oder den lieber? Wird er noch eine Zauberkarte spielen? Ich glaube noch nicht. Ich jage allein. Bums, 3 Schaden in ihr Gesicht. Oh. Was wird jetzt passieren? Gut, kann sein, dass er jetzt einen Zauber spielt, dann ist das traurig, aber er wird vernichtet. Was so gut ist. Meine Falle ist aktiv. Mein Geheimnis. Tut mir leid, ich sage immer Falle. Aber ist das eigentlich ein Geheimnis? Oh, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn er nicht so einen Mann ausspielen kann, verliert er eine Karte. Bitte nicht. Nein. Du darfst nicht spielen. Ah, ein Coin, glaube ich. Also kann er auf jeden Fall was spielen. Ja, schade. Die Freude, die Verzweiflung über ihn war so gut gewesen. Ach, schade, er hat doch noch einen Zauber gespielt, weil er unbedingt was spielen wollte. Wow. Für 2 Mana. Ja, in dem Fall. Wir haben aber das. Die Endfähigkeit plus das. Und fertig. Wir haben gute Karten. Wir haben hier 5 Schaden. Plus, je nachdem, wie viele Kreaturen er hat. Sagen wir 5 bis 7 Schaden für 6 Mana. Plus das sind 10 Schaden, die wir machen könnten, theoretisch. Oh, die ist gut. Gut, dass er einen Zauber aktiviert hat. Somit haben wir nochmal einen Damage-Output von 4. Den kann er nicht anvisieren. Tut mir echt leid für dich. Ja, geh Face, ist mal gut. Geh mal Face, Mister. Der Spieler hat es echt drauf. Der beste Spieler der Welt. Ich glaube, er sollte... eigentlich ist er ein Legend-Spieler wahrscheinlich, aber spielt das erste Mal heute. Deswegen Rex 17. Legend One. Linko Toterab. Link Toterab. Und macht das schon wieder. Ich glaube, er denkt, er ist ein Hunter. Die Bruderschaft. Oh, gut, dass ich die Karte habe. Können wir ihn nicht schon töten? 4, 7, 12, 13 Schaden machen. Wir könnten aber. No. Bin ich denn ein Diener per Zufall? Okay. Ja, danke. Bums, bums. So, Link Toterab ist ganz nett. Ist für mich fast schlecht, dass ich so gemein war. Entschuldigung, Link Toterab. Aber du könntest besser spielen. Oh, wow, das ist geil. Danke. Danke. Das finde ich gut. Ich glaube, das ist ein, ja, das wird wahrscheinlich ein Dings-Deck sein. Ein Deck-Out-Deck. Gut, dass wir immer was spielen können. Haha, das plus das war schon wertvoll. Der Angriff... Der Angriff kriegt auf jeden Fall Schaden. Nee, ist kein Deck-Out-Deck, sonst hätte er das nicht. Er hat einfach, keine Ahnung, den drinne. Für Fun. Oh, schaut mal. Das sind 3 Schaden. Das sind 5 Schaden. Das sind 7 Schaden. Unser Gegner ist tot. Gut gespielt. Oh, ah, so gute Karten. Aber er hat einfach verloren. Könnte natürlich jetzt auch einfach das machen, aber... kriegen wir noch mehr Schaden hin? Wir machen den da in sein Face. Bums. Wir machen den in sein Face. Wir machen den in sein Face. Und wir haben ihn getötet. Yay! 2 Siege, 2 Niederlagen. Besser als das andere Deck von gestern. Oder hatten wir schon mehr Spiele gemacht? Jedenfalls seht ihr, das Deck kann gewinnen.
Aber zu einem sehr geringen Prozentsatz. Ich weiß nicht. Hätte besser gespielt, hätten wir vielleicht gewonnen. Egal. Gegen Su hätten wir nicht die Sprengfalle weggetroppt. Hätte ich wahrscheinlich gewonnen sogar, ja. Egal, ich hoffe, ihr hattet Spaß und Daumen schon, würde mich freuen. Nächste Folge geht's weiter mit einem tollen neuen Deck. Vielleicht brauchen wir einen Mage. Kann ich vielleicht einen Mage langsam mal bauen? Mit einem York? Ja, das wäre cool. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüssi!